Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Legal History Q&As hier aus dem Kriminalmuseum. Für die heutige Folge wollen wir uns einmal anschauen, wie die Völker nördlich der Alpen, die in etwa in der Zeit der Römer lebten, mit besonderen Streitigkeiten zwischen Verbänden umgegangen sind. Und das Spannende an der älteren Strafrechtsgeschichte zu dieser Zeit ist darin begründet, dass es verschiedene Formen der Konfliktlösung gab. Die bilateralen Ausgleichsgespräche, Familie A hat sich mit Familie B zusammengesetzt, um zu schauen, wie gehen wir mit der Brandstiftung einer Scheune beispielsweise. Der zweite hängt damit zusammen, dass in der damaligen Zeit eines der Hauptkonfliktlösungsmittel die Gewalt war. Wenn eine Gewaltaktion einer Person A, aus dem Stamm A, gegenüber einer Person B, aus dem anderen Stamm erfolgte, dann hat die Person B aus dem anderen Stamm immer die Möglichkeit gehabt, zurückzuschlagen. Das kennt ihr sicherlich alle als ein Fachterminus, nämlich die Fehde. Man sagt manchmal auch Blutfehde dazu. Eine Form von Rache, nämlich eine rechtlich kanalisierte Form der Rache. Gerade zur Fehde haben wir einen sehr schönen Text belegt, den wir uns zusammen einmal anschauen wollen, nämlich Tacitus in seiner Germania. Feindschaften, sei es des Vaters oder eines Angehörigen, ebenso wie Freundschaften derselben zu übernehmen, ist Gesetz. Doch dauern sie nicht unversöhnlich fort, denn selbst der Totschlag wird mit einer bestimmten Zahl von Rindern und Schafen gesühnt und das ganze Haus lässt sich die Genugtuung gefallen. Ein Glück für das allgemeine Wohl, weil ja Feindschaften neben der Freiheit umso gefährlicher sind. In germanischer Zeit drohten solche Konflikte leicht auszuufern. Diese Stammesverbände waren eher lose gewesen und es fehlte eine obrigkeitliche Gewalt. Und damit fehlte letztlich auch eine Instanz, die solche Rachehandlungen effektiv kanalisieren konnte. Und insbesondere fehlte hier eine der größten und ältesten Schranken der Rache. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dieses Talion-Prinzip war eine Einschränkung der Fehde der Rache gewesen. Wenn du mir ein Auge ausschlägst, stichst, wie auch immer, dann darf ich dich nicht töten, dir auch nicht beide Augenlichter nehmen, sondern maximal ein Augenlicht nehmen. Um das aber durchzusetzen, braucht es eine gewisse Form von Gewalt, von Macht, die stärker ist als die beiden streitenden Parteien und ein gewisses Maß auch in staatlicher Organisation. Und diese obrigkeitliche Gewalt fehlte in weiten Teilen in dieser germanischen Zeit. Wer das Ganze noch einmal nachlesen möchte oder weitere und vertiefte Hintergrundinformationen sucht, zudem, der kann gern unten in der Beschreibung nachschauen dieses Videos. Dort haben wir Quellenbelege für euch gesammelt. Alles Gute und bis bald aus dem Kriminalmuseum.